und danke Ihnen für Ihr Interesse. Vielleicht noch zwei Worte zu meiner Person. Ich bin Politikwissenschaftler aus Passion. Und damit ich schreiben kann, was ich für richtig halte, verdiene ich mein Geld anders. Nämlich als Berufsschullehrer für Politik. Und habe da also nur zweimal in der Woche mit einer halben Stelle Unterricht zu geben. Habe also auch den ganzen Kontakt zum Beispiel zu Muslimen in Hamburg an meiner Schule. Und kann dann ab Mittwoch meiner Forschung nachgehen. Ich habe sehr viele Professorenfreunde, die beneiden mich um diese Tage, die ich dann auch frei habe für die eigentliche Arbeit, weil ich der Meinung bin, dass man sich doch sehr leicht kompromittieren muss, wenn man eine Familie finanziell zu versorgen hat und gleichzeitig dann aber schreiben will, was man wirklich für richtig findet. Es ist so, dass ich vor 25 Jahren begonnen habe, mich mit dem Antisemitismus zu beschäftigen und mit Auschwitz, mit der Frage, wie konnte das passieren. Dann kam 9/11, ich habe mich dann sehr stark konzentriert auf die Frage des Islamismus. Ich brauchte sehr lange, um zu verstehen, wie die Logik des Islamismus der Moslembruderschaft funktioniert. Und dann habe ich mich immer mehr auch mit dem sunnitischen Islamismus und dann schließlich mit dem schiitischen Islamismus beschäftigt und darüber Bücher geschrieben und viele, viele Aufsätze. Und eins der Bücher ist übersetzt ins Persische auch. Das soll demnächst auch auf einer Homepage gestellt werden, damit die iranische Öffentlichkeit da auch rankommt. Und ein anderes Buch von mir, Dschihad und Juden heißt das, das ist ins Arabische übersetzt worden. Da merken Sie schon, dass es mir nicht darum geht, hier Araber oder Iraner schlecht zu machen oder in einen rassistischen Diskurs hier einzusteigen heute Abend, sondern im Gegenteil, ich arbeite sehr eng zusammen mit Menschen aus diesen Ländern, die aber in der Regel dann die Regimes, die sie dort haben, auch ablehnen, so wie ich. Und ja nun, heute ist ja wirklich in vielerlei Hinsicht ein besonderer Tag. Der Brexit war schon eine Entscheidung mit europapolitischer großer Bedeutung. Jetzt die Wahl von Trump ist ein Einschnitt mit weltpolitischer Bedeutung, dessen Folgen keiner, glaube ich, heute wirklich absehen kann. Nur eins scheint mir sicher zu sein: diese ganzen neuen populistischen Bewegungen in den USA, ein bisschen in Großbritannien, in Frankreich mit Le Pen, mit der AfD bei uns, die haben alle mehr oder weniger zu tun mit dem Vormarsch der islamistischen Bewegungen in der ganzen Welt. Das kann man sehr einfach nachweisen. Und wo immer man heute auch hinschaut, ob man nach Libyen schaut, nach Syrien, nach Somalia, nach Bangladesch, nach Irak, in die Türkei, nach Nigeria, Zerstörung, Auflösung, Flucht. Wer unter Depression leidet, macht gar nicht mehr die Zeitung aufschlagen. Und wir haben es tatsächlich bei diesem Islamismus, bei dieser Weltbewegung, mit einer Massenbewegung zu tun, die bereits seit 9/11 spätestens in gewisser Weise die Nachfolge dessen angetreten hat, was früher mal die kommunistische Weltbewegung war. Diese kommunistische Bewegung ist im Moment mausetot. Seitdem hat sich der Islamismus als eine Kraft entwickelt, die drei wesentliche Eigenschaften in sich vereinigt, die vorher die kommunistische Bewegung hatte. Erstens, diese Bewegung verfügt über eine kohärente Ideologie, kurz gefasst der Koran. Zweitens, diese Bewegung ist weltweit vertreten und natürlich auch über das Internet weltweit vernetzt. Und drittens, diese Bewegung verfügt über sehr viel Geld. Und man soll sich da nichts vormachen, auch wenn im Moment in Raqqa und in Mosul es so aussieht, als würde irgendwann der islamische Staat besiegt sein. Die Voraussetzungen, die den islamischen Staat hervorbrachten, die existieren weiter und es wird überhaupt kein Ende sein, dieses Islamismus in der Art des islamischen Staats.
Und es wird vor allen Dingen kein Ende sein bei dem Islamismus anderer beteiligter Akteure. Und bisher gab es auf diese globale Entwicklung, die man da erlebt, eigentlich zwei zentrale Antworten. Und beide Antworten waren falsch. Die eine Antwort bestand oder besteht darin, diesen religiösen Fanatismus, der diese Bewegung in der ganzen Welt antreibt, herunterzuspielen und zu sagen, ja, also, das ist doch nur ein sogenannter islamischer Staat, der hat doch mit dem Islam nichts zu tun. Ich habe das zum Beispiel noch von der Yassim Fahimi in Erinnerung, die frühere Generalsekretärin der SPD, als sie sagte, jeder, der den islamischen Staat als islamisch darstellt, beleidigt die Muslime. In Wirklichkeit war es genau andersrum. Die Muslime, die den Koran kannten, wussten, dass sich der islamische Staat auf bestimmte Passagen beziehen konnte, die im Koran auch stehen. Man hat also die Muslime insofern beleidigt, als man sie für dumm verkauft hat. Und tatsächlich gibt es ja innerhalb der muslimischen Welt auch eine sehr aktive Auseinandersetzung. Das heißt, diese Art von Herunterspielen, wenn der Obama nicht über Religion reden will, wenn er so tut, als sei das alles eigentlich eine Verrücktheit, die gar nichts mit Religion zu tun hat, dann war das ein Angang, der auch mit dazu geführt hat, dass sich diese Gegenbewegungen wie Trump und so weiter bilden konnten, weil es einfach nicht glaubwürdig war. Die andere Seite, das war der andere große Fehler, der gemacht wird mehr und mehr und immer schlimmer, besteht eben darin, den Teufel so an die Wand zu malen, dass man den Islam insgesamt verantwortlich macht und nicht mehr unterscheidet zwischen Islamismus und Islam und damit dann rassistisch argumentiert, gegen die Muslime generell. Das, was Le Pen macht, was Trump gemacht hat und was also auch andere machen, das ist in meinen Augen ebenfalls eine falsche Reaktion darauf, weil natürlich dieser Islamismus in erster Linie Muslime tötet und quält, unterdrückt. Muslimische Frauen im Besonderen. Und deswegen ist mein Ansatz generell gesagt der, dass ich sage, wir dürfen diesen Islamismus in keinster Weise unterschätzen. Jetzt am 13. November, in 4 Tagen, haben wir den 2. Jahrestag des Pariser Massakers. Wissen Sie noch, 7 Selbstmordattentäter, 130 Menschen getötet, 352 Menschen verletzt und in Paris damals in dieser Nacht, das war eine schöne Freitagabendnacht, da war ja auch dieses Fußballspiel im Stadion mit 80.000 Menschen und es war also reines Glück, dass die beiden Selbstmordattentäter, die eigentlich da drin im Stadion ihre Bomben zünden wollten, schon draußen aufgehalten worden sind. Es hätte noch schlimmer kommen können. Das heißt, man darf die Aggressivität, die Gefährlichkeit, den Terror dieser Bewegung nicht unterschätzen. Und man darf auch nicht die Ideologie unterschätzen, die sie antreibt. Deswegen rede ich nicht vom sogenannten islamischen Staat. Und der zweite Ansatz bei mir ist, tatsächlich gegen den Rassismus zu arbeiten. Deswegen kommt auch der Titel, den Sie für die Veranstaltung hier gewählt hatten, über die Geschichte der Islamisierung. Das Wort benutze ich nicht. Das lehne ich ab, das Wort, weil es auch schon ein Kampfbegriff ist von Pegida und Co., und ich habe einfach auch durch meine Erfahrung mit Muslimen an meiner Berufsschule, aber auch durch meine vielen Freunde, die ich da in verschiedenen Ländern habe, weiß ich einfach, dass man da nicht diese Gleichsetzung machen darf, dass die Vielfältigkeit der Positionen und Meinungen genauso groß ist wie in allen anderen Gesellschaften. Was ich heute vorhabe, und ich bitte Sie, die Einladung anzunehmen, hinterher darüber auch heftig zu diskutieren. Ich finde das gut, wenn Sie mir Widerspruch entgegensetzen. Ja, also mal schauen. Was ich heute vorhabe, ich möchte im ersten Teil meines Vortrages darlegen, was der gemeinsame Nenner ist, dieses Islamismus. Also was sozusagen vereint Hamas, Al-Qaida, ISIS, Hezbollah, Iran, die Moslembrüder, damit man einmal die generelle systematische Linie erkennt.
Und mein zweiter Teil wird das Gleiche nochmal etwas chronologisch aufziehen. An vier Jahreszahlen. 1928, 1979, 2001 und 2014. Und dann diskutieren wir darüber. Gut. Wenn ich jetzt mit der Systematik anfange, des Islamismus, der islamistischen Ideologie, dann beginne ich bei der Moslembruderschaft in Ägypten, die 1928 gegründet worden ist. Warum beginne ich bei den Moslembrüdern? Weil die Moslembrüder für den Islamismus in ungefähr das waren, was die Bolschewisten für den Kommunismus waren. Die zentrale organisierende Kerntruppe, aus der heraus dann im Laufe der Zeit viele verschiedene Strömungen erwachsen sind. Und sowohl der Führer des Islamischen Staats als auch Bin Laden und vor allen Dingen Zawahiri, sein Stellvertreter, es waren alles mal früher Moslembrüder. Arafat war Moslembruder. Also sehr viele Tendenzen sind aus dieser Moslembruderschaft heraus entstanden. Auch Erdogan gehörte zur Moslembruderschaft. Die Moslembrüder hatten dann auch den Khomeini im Iran sehr stark inspiriert. Das heißt, also da haben wir wirklich so den Kern. Die Hamas ist die Untergruppe der Moslembruderschaft in Palästina. Also immer wieder kommt diese Moslembruderschaft vor. Und wenn wir uns mal das Wappen der Moslembruderschaft anschauen, ich habe jetzt kein Bild mitgebracht, aber Sie können das ja alle unter Wikipedia sofort finden, da ist das Wappen auch abgebildet. Sie haben einen großen grünen Kreis. Grün, das wissen Sie, ist die Farbe des Islam. Und der Kreis soll die Erde darstellen. Es ist eine internationalistische Bewegung. Es gibt wirklich so, wie die Kommentaren, kann man sagen, gab es so eine passt jetzt nicht ganz, aber als sie sich gründeten in Kairo, da haben sie schon Zweigstellen für die verschiedenen Erdteile eingerichtet. Von vornherein die Welt im Blick genommen. Und in diesem grünen Kreis kreuzen sich zwei Schwerter. Das bedeutet, es ist eben auch eine militante Bewegung, die also sich nicht beschränkt auf die Verbreitung von Texten, sondern die auch mit Waffen kämpft. Und zwischen diesen Schwertspitzen im Wappen befindet sich ein rotes Buch. Was ist das? Natürlich der Koran. Das heißt, es ist eine fundamentalistische Bewegung insofern, es gibt ja fundamentalistische Bewegungen auch im Christentum, auch im Judentum und im Islam, insofern als sie tatsächlich jedes Wort der Heiligen Schrift wörtlich nehmen. Das ist für uns gar nicht so einfach, das zu begreifen. Man darf nicht an dem zweifeln, was in der Heiligen Schrift steht. Jedes Wort ist wahr. Wenn ein Student in Gaza an der Uni Darwin gut findet, dann fliegt er von der Uni, weil Darwin hat eine Theorie vertreten, die mit dem Koran unvereinbar ist. Er muss von den Juden geschickt worden sein, also kann Darwin niemals anerkannt werden in dieser islamistischen Auffassung von der Welt. Der Koran hat recht. Es gibt zum Beispiel eine Theoriezeitung der Hamas, die kommt einmal im Monat heraus, und da war eine Debatte über eine Frage, die im Koran nicht entschieden ist. Ich will das kurz darlegen. Es steht im Koran geschrieben, dass Allah aus bestimmten Juden Affen machte. Nun kann man promoviert sein und noch was alles sein bei der Hamas, daran wird nicht gezweifelt. Wenn Gott in der Lage ist, Menschen zu schaffen und in der Lage ist, Tiere zu schaffen, dann kann er ja wohl auch ohne weiteres aus Menschen Tiere machen. Das heißt, das wird nicht in Frage gestellt. Was aber in dieser Theoriezeitung diskutiert wurde, war die Frage, was mit den Wesen passiert, die Menschen waren und Tiere geworden sind. Ob die sich weiter vermehren können oder ob die nach ein paar Wochen verenden. Weil darauf der Koran keine Antwort gibt. Deswegen konnte man darüber eine Diskussion führen mit verschiedenen Standpunkten in dieser Theoriezeitung. Aber alles andere, was im Koran sowieso festgelegt ist, muss natürlich auch geglaubt werden. Und deswegen ist für Islamisten sozusagen der schlimmste Angriff durch die westliche Kultur, die Kultur des Zweifelns. Zweifeln darf ich nicht. Denn wenn ich zweifle, könnte ich diesen Kinderglauben an das, was im Koran steht, verlieren. Und deswegen muss diese Art von Wissenschaft abgelehnt werden. Ich habe Ihnen jetzt gezeigt, dieses
Wappen, grüner Kreis, Schwerter, Koran. Und im unteren Dreieck findet sich noch das arabische Wort war I do. Und das heißt, das ist der Beginn eines berühmten Verses im Koran und bedeutet, bereite dich vor. Und ich gehe nochmal später darauf ein, wie der Koranvers weitergeht. Aber es ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis darauf, dass es eine revolutionäre Bewegung ist, die da sich gebildet hat mit der Moslembruderschaft. Ich will das Programm der Moslembruderschaft und damit auch des Islamismus insgesamt auf 4 Punkte reduzieren. Der erste und wichtigste Punkt lautet Gottesrecht statt Menschenrecht. Das bedeutet, nicht die von Menschen gemachten Gesetze sollen das Zusammenleben der Gesellschaften regeln, sondern allein die von Gott gemachten Gesetze. Deswegen werden wir auch zum Beispiel von der iranischen Führung bezeichnet als die Welt der Arroganz, weil wir so arrogant sind, dass wir uns anmaßen, Leute zu wählen, die für uns in den Parlamenten Gesetze machen, während in Wirklichkeit eigentlich nur die Gesetze, die von Gott kommen, nämlich im Koran festgeschrieben sind, Gültigkeit haben können. Es gibt zwar auch im Iran eine Art Pseudoparlament, aber auch die dürfen nur in dem Rahmen handeln, wie das im Grunde genommen festgelegt worden ist im Koran, nach der Interpretation dieses schiitischen Islamismus. Allah soll der einzige Gesetzgeber sein, und wir merken also schon, es ist eine zutiefst religiöse Bewegung. Nicht jeder Moslem, der sich auf den Koran bezieht, ist Islamist, aber jeder Islamist bezieht sich auf den Koran. Natürlich wollten die Moslembrüder, als sie an der Macht waren in Ägypten, mittelfristig auch die Scharia-Gesetze einführen, die also zum Beispiel das Handabhacken bei Diebstahl. Ein anderer islamischer Staat, nämlich der Gazastreifen, die Hamas, hat das Scharia-Strafrecht verschärft und hat also Peitschenhiebe eingeführt als Bestrafungen, die Todesstrafenmöglichkeiten ausgeweitet. Und dieses Scharia-Recht nach dem Koran gilt auch für den Iran, während Artikel 2 der iranischen Verfassung fordert, ich zitiere, die alleinige Entscheidungsbefugnis und Gesetzgebung Allahs. Das ist der entscheidende Punkt. Nur Allah darf für Gesetze zuständig sein. Fordert genauso auch der Conduct of Code, den der Islamische Staat im Irak veröffentlichte, Zitat, die weltweite Einsetzung von Allahs Gesetz. Also da haben wir den entscheidenden Unterschied zu den liberalen Demokratien, wo man also zumindest nach dem Zeitalter der Aufklärung zu der Auffassung kam, dass die Menschen selbstbestimmt ihre Gesetze machen, während hier gesagt wird, das ist sozusagen des Teufels und das wird abgelehnt. Der zweite Schwerpunkt all dieser islamistischen Bewegungen ist der Dschihad. Ich will die Parole der Moslembrüder, die sie skandierten, als sie durch die Straßen von Kairo marschierten in den 30er Jahren, ihnen soweit vorlesen. Gott ist unser Streben, der Prophet unser Führer, der Koran unsere Verfassung, der Dschihad unser Weg. Und deswegen dieses doppelte Schwert. Man versteht sich nicht als eine puristische Organisation, wie einige der salafistischen Bewegungen in Saudi-Arabien, die waren nicht interessiert daran, jetzt ihre Lehre zu exportieren und auszuweiten, sondern die beschränken sich darauf, in einer mönchartigen Weise nach diesen ganz strengen Gesetzen zu leben und wollten eigentlich in Ruhe gelassen werden damit. Das ist kein Dschihad, sondern der Dschihad, der hier gemeint ist, ist eben tatsächlich der militante Kampf gegen die Ungläubigen. Und zwar tatsächlich weltweit. Das merkt man übrigens auch auf der, wenn Sie mal die Homepage des Revolutionsführers im Iran aufmachen im Internet, ganz einfach, Khamenei IR,
Da sehen Sie, dass er alle seine Botschaften in 18 Sprachen veröffentlicht. Das, also in wirklich interessanten Sprachen, ja, 18 haben die ausgewählt im Moment. Das gibt es nicht bei Obama oder bei Frau Merkel oder so, ne? Dass also alle Botschaften, die sie verbreitet, gleich in so viele Sprachen übersetzt werden. Und da merkt man auch, es geht hier um eine revolutionäre Botschaft, die also in viele Länder gebracht werden soll. Und unterstrichen wird dieser Anspruch eben auch durch diese arabische Silbe im Wappen der Moslembrüder, die ich gerade erwähnte, bei Aidu. Das steht stellvertretend für den Koranvers 8, also Sure 8, Vers 60, der mit Waidu beginnt, in Übersetzung von Max Henning, ich zitiere, so rüstet wieder sie, also gegen sie, mit sie sind die Ungläubigen gemeint, so rüstet wieder sie, was ihr vermöget an Kräften und Rossehaufen, um damit in Schrecken zu setzen Allahs Feind. Also das ist sozusagen der Inhalt, der hier angedeutet wird mit dieser Einsilbe, wobei man heute für Rossehaufen, also in der iranischen Frage zum Beispiel eher Atomlabor sagen müsste, das ist die Sprache des Korans aus dem 7. Jahrhundert, aber es geht schon darum, dass man ein Feindbild hat und dass man gegen diese Feinde rüsten soll. Und das Interessante ist, dass dieser Koranvers rüstet, was ihr vermöget an Kräften und Rosserhaufen, um damit in Schrecken zu setzen Allahs Feind, dass dieser Koranvers identisch in der Verfassung des Irans in Artikel 151 zu finden ist. Das heißt, sie haben diesen Koranvers in die Verfassung übernommen und damit ist im Grunde genommen auch schon klar, dass das Atomprogramm zum Beispiel nicht nur zivilen Zwecken dienen kann. Und natürlich glaubt man auch an einen Sieg dieser islamistischen Bewegung. Und ein bisschen ist das auch schon im Koran angelegt, das Überlegenheitsgefühl des Islam, weil im Koran, wenn man sich den durchliest, stellt man fest, dass dort zum Beispiel Moses ein Moslem ist. Jesus Christus ist ein Moslem. Noah ist ein Moslem. Abraham ist ein Moslem. Und man fragt sich natürlich, wie kann das sein? Also Mohammed hat 622 mit seinen Kämpfen begonnen. Also, und Noah ist 3000 vor Christi Geburt gewesen. Aber im Koran findet sich die Auflösung dieses Rätsels insofern, als dort gesagt wird, dass der Koran wird bezeichnet als die Mutter aller Bücher. Und Gott habe dieses Buch bereits vor 4.000, 5.000, 6.000 Jahren sozusagen gehabt. Die Juden hätten versucht, als Erste es zu interpretieren, haben es natürlich völlig missverstanden, das ging in die Hose. Dann haben die Christen versucht, es zu interpretieren, war auch verkehrt. Und jetzt kam Mohammed, der Siegel der Propheten, also der letzte der Propheten, der es endlich richtig verstanden hat. Also von daher gibt es schon, also im Koran selber festgeschrieben, eine Hierarchie der Religionen und kein Pluralismus-Konzept. Und das ist ganz wichtig, wenn man diese ganze Dschihad-Frage als zweiten Schwerpunkt des Islamismus verstehen möchte. Der dritte Schwerpunkt, das erste war ja, Gott macht die Gesetze, nicht der Mensch, das zweite war der Dschihad. Ich komme zum dritten Punkt. Und das ist die Todesbereitschaft. Die ist etwas stärker ausgeprägt im Koran als in anderen Religionen. Zum Beispiel heißt es in der Sure 29, Vers 64, Zitat, und dieses irdische Leben ist nichts als ein Zeitvertreib und ein Spiel. Und siehe, die jenseitige Wohnung ist wahrlich das Leben. Und das haben die Moslembrüder dann bei ihren Märschen und ihren Parolen folgendermaßen zusammengefasst. Ich lese jetzt nochmal diesen Anfang auch vor ihrer Parole. Gott ist unser Streben, der Prophet unser Führer, der Koran unsere Verfassung, der Dschihad unser Weg und für Gott zu sterben unser höchstes Ziel. Insofern geht die Parole, die dann seit 9/11 uns beschäftigt und manchmal auch Albträume auslösen kann, diese islamistische Parole, ihr liebt das Leben,
Wir lieben den Tod. Ja, dieser furchtbare Slogan geht zurück auf die Lehren von Hassan al-Banna, dem Gründer der Moslembrüder. Und radikalisiert wurde dieses Motto durch Khomeini im Iran. Im Iran, also im schiitischen Islam, ist die Opfermentalität besonders stark entwickelt aus bestimmten historischen Gründen. Und als der Krieg lief zwischen Iran und Irak, es war ein sehr langer Krieg von 1980 bis 1988, da wurden dann tatsächlich auch ab 1982, als das mehr eine Offensive des Irans in Richtung Bagdad war, da wurden tatsächlich dann Tausende von iranischen Kindern eingesetzt, um die Minenfelder zu räumen. Das heißt, sie mussten sich in ihren eigenen Tod stürzen, damit hinterher die Revolutionsgarden mit den Panzern nachrollen konnten und nicht durch die Minen in die Luft geschleudert wurden. Und ich habe darüber einen sehr langen Aufsatz in 4 Teilen bei Spiegel Online mal veröffentlicht, also weil ich diese Frage hat mich sehr interessiert, auch wie sich die Eltern dazu verhalten haben. Das war so, ich habe auch Freunde, die deswegen geflohen sind, weil man ihrem Sohn in Teheran in der Schulklasse hat der Lehrer den Kindern eine Kette gezeigt, die man um den Hals legt. Und an der Kette war unten ein kleiner Plastikschlüssel. Und der Lehrer hat gesagt, wer diese Kette tragen darf und diesen Schlüssel hat, der kann mit dem Schlüssel die Pforten des Paradieses öffnen. Und das wurde den Kindern also richtig eingebläut. Es war eine richtige Gehirnwäsche. Und dazu wurden dann Gesetze geschaffen 1982, dass also man dass Kinder auch gegen den Willen ihrer Eltern an die Front dürfen. Und es wurden Filme gezeigt, in denen dann sozusagen die Lehrer als Repräsentanten des Staates gegen die Eltern agitierten und das Kind dann auf Seiten des Lehrers gegen die Eltern also diesen Selbstmord durchführen wollte. Und es gibt viele Berichte, authentische Berichte von irakischen Soldaten, die das gar nicht ausgehalten hatten. Diesen Anblick, dass da Kinder gar nicht schnell genug in den eigenen Tod rennen konnten, sodass man dann also riesige Haufen von Kinderleichen hatte. Und es gab dann viele Soldaten, die haben ihre Gewehre weggeworfen und sind weggelaufen, weil die einfach das nicht aushielten. Und von daher war diese Taktik sogar ein bisschen erfolgreich. Aber damit will ich nur sagen, diese Vorstellung, dass das eigentliche Leben nach dem Tod erst beginnt, die hatte im Iran ganz konkrete Auswirkungen gehabt und diese Kinder der Minenfelder, die werden bis heute als Märtyrer auch verehrt. Wir kennen das Gleiche natürlich bei der Hamas, die Selbstmordattentäter, die werden verehrt als Märtyrer. Und es ist so, dass eben auch, wenn man sich vorstellt, wie der letzte Krieg im Gazastreifen lief, da hat man ja die Raketen nicht dorthin gepackt, die Hamas-Raketen, wo der Gazastreifen unbevölkert ist. Es gibt viele solche Felder. Sondern man hat die Raketen genau da stationiert, wo die Kindergärten und die Moscheen und die Schulen waren. Also mitten in die Bevölkerung hinein. Hat also die Menschen als lebendige Schutzschilde benutzt. Und das entspricht auch der Ideologie, dass jeder Mensch, der jetzt von der palästinensischen Bevölkerung dann abgeballert wird, weil die Israelis sich dann versuchen, gegen die Raketenangriffe zu wehren, dass der im Grunde genommen ihr Märtyrer ist und damit einen guten Platz im Paradies hat. Also diese Märtyrerbereitschaft und die Liebe zum Tod, das betrifft auch die ganze Kriegsführung dieser islamistischen Gruppen. Und jetzt ist ja die Rede davon, dass sie in Mosul auch sehr viele Menschen als menschliche Schutzschilde praktisch in ihrer Hand haben und damit ihre eigenen Waffen schützen. Also anstatt, dass die Waffen die Menschen schützen, sollen die Menschen die Waffen schützen. Und das hängt alles damit zusammen, dass diese Todesbereitschaft gefordert wird. Übrigens bei den Eltern, bei meiner Recherche, was mit den Kindern der Minenfelder im Iran passiert ist, ein Teil der Eltern war stolz. Und es wird auch dann nach der Theorie Khomeinis den Angehörigen des Märtyrers ein besserer Platz im Paradies versprochen. Ein anderer Teil der Eltern war indifferent, weil man eben auch hinterher ein gutes Geld bekam, wenn man also ein Kind aus der Familie geopfert hat.
Und ein dritter Teil der Eltern war entsetzt, musste fliehen oder wollte irgendwie die Kinder retten. Aber als dann der Nachschub ausblieb und man allmählich auch keine Lust mehr auf den Krieg hatte, da wurden dann einfach vor den Kinos, wenn die Kinder in Kinos waren oder so, weiße LKWs aufgestellt und die Kinder wurden raufgeladen und dann kam die Postkarte von den Kindern von der Front an die Eltern. Also diese Dinge sind auch passiert. Und wir haben also erschütternde Berichte von Kindersoldaten, die das überlebt hatten und die diese ganze Geschichte dann später, ein paar Jahre später dann erzählt haben, aufgeschrieben haben und veröffentlicht haben. Das ist die Todesbereitschaft. Jetzt haben wir schon drei Punkte. Dschihad, Gesetzgebung bei Gott, Todesbereitschaft. Der vierte Punkt, ja, der zum Islamismus dazugehört, ganz zentral, ist tatsächlich der Antisemitismus. Und zwar kommt das so, als die Moslembrüder sich in den 20er Jahren gegründet hatten, 1928, da entwickelte sich allmählich so die Nahostproblematik mit der zionistischen Besiedlung Palästinas. Und ab 1937 waren die Nazis erpicht darauf, Muslime gegen Juden aufzuhetzen, weil damals im Jahre 37 ein britischer Plan, genannt Peel-Plan, zum ersten Mal eine Zwei-Staaten-Lösung vorsah. Einen ganz kleinen jüdischen Staat und einen viel größeren arabisch-muslimischen Staat in Palästina. Gegen diese Pläne hat das Dritte Reich natürlich gewettert. Also Hitler hat schon in Mein Kampf gegen den Zionismus angeschrieben. Und man wollte jetzt auf jeden Fall diese Staatenbildung der Juden verhindern. Man hatte Angst vor einem Art jüdischen Vatikan, das dann vielleicht Schwierigkeiten machen könnte außenpolitisch. Und man hat angefangen, die Muslime aufzuhetzen gegen die Juden. Und da waren die Moslembrüder eben eine wichtige Instanz. Die Moslembrüder wurden von den Nazis mit mehr Geld finanziert als jede andere antibritische Gruppe in Ägypten bis 1939. Und ich habe jetzt im März, war ich im National Archive in London und habe auch Dokumente gefunden, wie stark die Zusammenarbeit war zwischen Nazis und Moslembrüdern. Also man hat richtig Palästina-Abende zusammen gemacht, man hat die Moslembrüder antisemitisch geschult, man hat sogar Material bereitgestellt für Bomben für Palästina. Ich habe das entdeckt in einem File, die Dokumente bringt, der deutschen Nazis, die aus Ägypten Hals über Kopf abhauen mussten, als der Zweite Weltkrieg begann, Ende August 1939. Und dann konnten die britischen Intelligence-Leute deren private Räume filzen. Und da haben sie diese Unterlagen gefunden und das dann dokumentiert in diesen Unterlagen. Das heißt also, die Nazis haben sich da sehr stark für eingesetzt, dass eine Art europäischer Antisemitismus auch in diese Welt kam. Das wichtigste Mittel dieses Einsatzes war übrigens ein Radio. Ich weiß nicht, ob wir davon schon mal gehört haben. Radio Zesen, das ist eine kleine Stadt südlich von Berlin. Da stand damals die größte Kurzwellenanlage der Welt. Die wurde überholt bei der Olympiade in Berlin 1936. Man hatte also einen sehr guten Empfang. Und über diesen Kurzwellensender heißt, über lange Strecken wird er gesendet, konnte man dann den Goebbelschen Antisemitismus verbreiten in arabischer Sprache, in zwei arabischen Dialekten, plus in persischer Sprache, in türkischer Sprache, in Hindi. Und so hat man dann den deutschen Antisemitismus in diese Welt gebracht, von April 1939 bis April 1945, 6 Jahre lang, jeden Abend. Und diese Sendungen, die waren sehr beliebt in der arabischen Welt, weil sie so hemmungslos waren, so hemmungslos antisemitisch. Also der Emir Abdullah, das war damals der Fürst von Jordanien, von Transjordanien hieß es damals, der wollte mit Juden verhandeln, anstatt sie zu erschießen. Also wurde der in Radio Zesen nicht Emir Abdullah genannt, sondern immer nur Rabbi Abdullah. Da konnte man sie auf die Schenkel hauen. Und die Vereinten Nationen waren natürlich nur die Vereinten Jüdischen Nationen und so weiter. Also man hatte diesen derben Witz. Und Radio war damals eine Angelegenheit, die nicht privat lief, sondern öffentlich in Kaffeehäusern, auf Plätzen. Wir haben so Fotos aus Teheran zum Beispiel, wo dann so ein Radio auf so einem Podest steht und hunderte von Menschen stehen da rum
und gucken auf dieses Radio so, als sei das jetzt gerade die Europacup-Übertragung oder sowas. Also man sieht die gespannten Gesichter. Wir haben Berichte aus Jaffa zum Beispiel von einem britischen Agenten, der, nicht Agenten, einfach ein Mitarbeiter der Behörde damals, der berichtet, dass die Leute, dass man das Radio aus Deutschland nicht nur außerhalb des Kaffeehauses hören konnte, sondern ringsherum auf den Balkonen standen überall die Leute, um zuzuhören, was da gesendet wird. Also leider hatte dieses Mittel des Radios, das ja Analphabeten vor allen Dingen auch anspricht, die also für Flugblätter und Texte nicht so zugänglich sind, eine große Wirkung gehabt. Und es ist also kein Wunder, dass dieser Antisemitismus dann sich auch tatsächlich festgesetzt hat. Wir sehen ihn zum Beispiel sehr deutlich in der Charta der Hamas. Die Hamas ist eben die Untergruppe der Moslembrüder in Palästina. Und ich will Ihnen jetzt für diese Art des islamischen Antisemitismus zwei Beispiele geben. Das eine Beispiel lese ich mal vor. Die Charta der Hamas zitiert den Propheten Mohammed mit folgendem Ausspruch, Zitat: Der jüngste Tag wird nicht kommen, bis die Muslime gegen die Juden kämpfen und sie töten, sodass sich die Juden hinter Bäumen und Steinen verstecken. Und jeder Baum und Stein wird sagen, O Moslem, O Diener Gottes, da ist ein Jude hinter mir, komm und töte ihn. Zitat Ende. Es ist ein besonders brutaler Hadith. Hadith, das sind die Berichte über das Leben des Propheten. Insofern, als er so tut, als sei nicht nur Mohammed für die Tötung der Juden, sondern der Baum als Repräsentant sozusagen des Lebens, der Stein, als also Baum ist lebendige Natur, Stein ist tote Natur, alle haben sich verschworen, das ganze Universum möchte, dass Juden getötet werden. Wir haben da das Bild von einem Juden, der nicht gerade als Gefahr dargestellt wird, er versteckt sich hinter so einem Baum und zittert vor Angst, weil er sich retten will, aber er wird hervorgezogen, er wird hervorgezerrt, er wird verraten von dem Baum, damit er auch getötet wird. Also es ist schon ein sehr brutaler Hadith, der aber in der Charta der Hamas, Sie können das im Internet sich anschauen, diese Charta, vollständig als Programmpunkt veröffentlicht worden ist. Und das war eben der typische Judenhass aus altislamischer Zeit, den übrigens auch die Nazis sehr stark gefördert hatten. Also die Nazis gaben sich da sehr islamfreundlich in ihrem Radioprogramm und haben auch diesen Hadith immer wieder verbreitet. Aber der europäische Judenhass, der sieht ein bisschen anders aus. Das ist übrigens auch nochmal eine ganz interessante Geschichte. Das Judenbild im Islam, der zitternde Jude, der hinterm Baum steht, hat eigentlich nichts mit der jüdischen Weltverschwörung zu tun, dass die Juden also die Börsen beherrschen, den Kommunismus lenken und also was wir von den Nazis alles wissen. Warum diese unterschiedlichen Bilder? Das ist sehr einfach, weil im Christentum die Legende geht, dass die Juden so mächtig waren, dass sie sogar Gottes einzigen Sohn töten konnten. Und deswegen haben wir bei dem europäischen Antisemitismus dieses Bild des Juden als übermächtig. Die konnten sogar im Mittelalter die Pest organisieren und die konnten also später die Börsen beeinflussen und die Weltkriege provozieren und dergleichen. Also das Übermächtige. Während im Islam war es genau andersrum. Da haben nicht die Juden den Propheten getötet, da hat der Prophet die Juden getötet. Und deswegen sind die Juden im Islam in der Regel gezeichnet als Personen oder als Gruppe von Menschen, die nicht besonders stark ist. Aber in der Hamas-Charta kommt beides zusammen. Wir haben auf der einen Seite diesen Juden, der sich hinter dem Baum versteckt vor Angst. Und dann lesen wir in Artikel Nummer 22, die Juden, Zitat, standen hinter der französischen Revolution und der kommunistischen Revolution. Sie standen hinter dem Ersten Weltkrieg. Sie standen hinter dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt keinen Krieg in der Welt, bei dem sie nicht ihre Finger mit im Spiel haben. Und das ist das Typische am islamischen Antisemitismus, dass im Grunde die schlimmsten Judenbilder aus beiden Sphären, der islamischen und der christlichen, zusammengepackt werden. Das ergibt natürlich logisch keinen Sinn, aber Antisemitismus ist nie logisch. Hauptsache, Juden werden
schlecht gezeichnet. Und wir haben diesen Judenhass, das muss ich jetzt gar nicht groß ausführen, das haben sie erlebt bei den Angriffen von islamischen Staatskadern in Europa. Da wird eben gezielt das jüdische Museum in Brüssel angegriffen, der koschere Supermarkt in Paris, die Synagoge in Kopenhagen, das Bataclan-Theater in Paris. Also man hat diese Judenfeindschaft in allen Segmenten der islamistischen Weltbewegung, natürlich auch im Iran, wo sich dieser Judenhass dann auf Israel konzentriert. Ja, das waren meine vier Punkte. Judenhass, Todesbereitschaft, Dschihad-Idee und die Gesetzgebung muss bei Allah liegen. Ich habe jetzt aber auch schon ziemlich lange gesprochen, also werde ich mich ein bisschen kurz fassen, damit wir schön diskutieren können. Die historische Genese, vier Marksteine. Ich habe schon gesagt, die Moslembruderschaft wurde 1928 in Kairo gegründet. Und das ist interessant, weil das eben in der Krisenphase nach dem Ersten Weltkrieg war. Das ist typisch. Also Krisenphase, solange der Krieg war, mussten die britischen Soldaten in Ägypten versorgt werden, die Industrie blühte auf, jetzt waren die Soldaten wieder alle weg und alles ging unter, Arbeitslosigkeit. Die Moslembrüder waren die erste städtische Bewegung. Es war eine Sozialbewegung. Es war eine Bewegung, die sich um die Bedürfnisse der armen Leute kümmerte. Es war eine Bewegung, die zum Beispiel da, wo Sportplätze fehlten, Sportplätze errichtet hat. Sie haben sogar Krankenhäuser gebaut für die Leute. Sie haben Eheberatung durchgeführt. Sie haben die Sozialpolitik gemacht, die der ägyptische Staat damals nicht machen wollte oder machen konnte. Das Problem war, wenn ich da in die Eheberatung ging, musste ich aber eben auch in der gleichen Moschee beten wie die Moslembrüder und musste mich entsprechend dann auch ihrer Ideologie mehr oder weniger annähern. Aber so haben sie sich als Massenbewegung entwickeln können. Ein zweiter wichtiger Motor ihrer Massenbasis war die Frauenfeindschaft. Im Koran steht geschrieben, dass die Frau ein Stück weit unterhalb des Mannes steht, dass der Mann sie schlagen darf, dass sie immer verfügbar sein muss sexuell für den Mann. Es gab aber damals in Ägypten eine Frauenbewegung in den 20er Jahren, die das längst abgelegt hatte, auch den Schleier übrigens abgelegt hatte, demonstrativ ins Mittelmeer geworfen. Und die Moslembrüder waren damals sozusagen diejenigen, die jetzt diese Entwicklung verhindern wollten. Also ein Haufen von Männern, die also unbedingt wenigstens den Genuss haben wollten, dass man eine Frau unterdrücken kann, auch wenn sie ansonsten im Leben nicht viel Freude hatten. Und von daher war das ein ganz zentraler Ansatz, den ich in meinem Buch Dschihad und Judenhass ausführlich beschreibe, dieses Zurückwerfen der Moderne, die sich eben auch dadurch ausdrückt, durch die Gleichberechtigung der Frau. Das war eine Tendenz, natürlich auch in der arabischen Welt, und die Moslembrüder wollten diesen Prozess aufhalten und zurückdrängen. Gut, ich will jetzt nicht die 60er Jahre, als Nasser dann die Moslembrüder auch mal bekämpfte, als sie sich radikalisierten, das können wir vielleicht in der Diskussion klären, ich muss ja sowieso so viel weglassen, dass man dann noch klären könnte. Aber ganz wichtig war, dass in den 80er Jahren die Moslembrüder begannen, sich gewaltfrei zu entwickeln. Vorher war das nicht immer gewaltfrei. Sie haben sich eingelassen auf Wahlen unter Mubarak zum Beispiel und erschienen auch in den westlichen Medien als Reformer, auf die sich der Westen verlassen soll. Aber da darf man sich nicht täuschen lassen. Das Ziel, was sie in ihrem Wappen, was bis heute gilt, haben, ist genau das Gleiche. Es bleibt religiös definiert, es bleibt auf diese vier Punkte konzentriert, die ich genannt hatte. Wir wissen, dass es auch in Deutschland jemanden gab, der es erst mit dem Umsturz versucht hat, 1923, und als er damit gescheitert war, hat er es mit Wahlen versucht, auf dem legalen Wege, 1933, und ist damit durchgekommen. Deswegen, nur weil jemand seine politische Taktik verändert, verändert er nicht sein Programm. Und die Moslembrüder hatten dann vorübergehend ihre Taktik verändert, aber nicht ihr Programm. Die zweite wichtige Jahreszahl ist 1979. Es ist kein Zufall, dass dort
ein Revolutionsführer dann an die Macht kam, Khomeini. Revolutionärer Staat bedeutet, man will nicht Stabilität, man will die Welt aufmischen. Und in der Tat hat die Islamische Revolution im Iran also die Welt verändert, bestimmt in einer ähnlichen Weise wie die Französische Revolution. Es ist eine sehr bedeutende Entwicklung gewesen. Und ein Beleg für diesen globalen Dschihad, der dann von Khomeini ausging, lieferte zum Beispiel die Fatwa gegen Salman Rushdie. Ich weiß nicht, ob Sie das in Erinnerung haben. 1989 hatte dieser britische Schriftsteller Salman Rushdie ein Buch geschrieben, die satanischen Verse. Das fanden einige Islamisten nicht gut. Daraufhin hat der Khomeini als Revolutionsführer im Iran Folgendes erklärt: Im Namen des Erhabenen, den glaubenseifrigen Muslimen in der ganzen Welt, gebe ich bekannt, dass der Verfasser des Buches die satanischen Verse, das gegen den Islam, den Propheten und den Koran erdichtet, gedruckt und verlegt worden ist, sowie alle, die an seiner Veröffentlichung beteiligt sind und dessen Inhalt kennen, zum Tode verurteilt sind. Von allen glaubenseifrigen Muslimen wünsche ich, dass sie diese Person, wo immer man sie findet, unverzüglich exekutieren, damit kein anderer in die Versuchung gerät, die heiligen Güter der Muslime verächtlich zu machen. Friede sei mit euch, die Barmherzigkeit Gottes und sein Segen. Zitat Ende. Also das war diese Fatwa, und daraufhin wurden eben tatsächlich auch dann, es wurde eine Belohnung von 3 Millionen Dollar für jeden Iraner ausgesetzt, der Salman Rushdie tötet, und 1 Million für jeden Ausländer, der die Hinrichtung vollstreckt. Und das Besondere war, dass hier zum ersten Mal ein islamistischer Staat erklärt hat, dass ihn die Gerichtsbarkeit, die Gesetze, die in England herrschen zum Beispiel, überhaupt nicht interessiert. Der hat sich sozusagen über die Grenzen hinweggesetzt, und ganz egal, ja, in welchem Land jetzt jemand sowas veröffentlicht, die Gesetze, die in England gelten, gelten nicht für ihn, sondern er bestimmt, wo das Todesurteil gefällt werden soll. Und das wurden dann in der Tat also viele Menschen getötet. Rushdie lebt heute noch, aber Übersetzer von ihm wurden in Japan, in Italien getötet und angegriffen und teilweise auch sehr schwer verletzt. Gut, über den Iran können wir vielleicht in der Diskussion auch nochmal dann sprechen. Die dritte Etappe, die ich nennen wollte, war natürlich 9-11, das haben Sie noch in Erinnerung. Es gab damals bei vielen so eine Art Schadenfreude, und dann nun endlich wird es den Amerikanern mal gezeigt. Das war eine verfehlte Reaktion auf 9-11. Denn bei diesem Angriff auf 9-11, auf das World Trade Center, waren auch alle 4 Elemente des Islamismus enthalten. Damals hatte Osama bin Laden einen Brief geschrieben an das amerikanische Volk, wo er genau formuliert hat: Hört auf zu wählen, glaubt an Allah und den Koran. Ja, also genau diesen ersten Punkt, dass also Gesetze nicht von dem Volk gemacht werden dürfen. Dann hat natürlich dieser Anschlag den Dschihad auf eine ganz neue Stufenleiter gebracht. Die Todessehnsucht war in diesen Selbstmordattentaten etliche Male realisiert worden. Und natürlich der Antisemitismus. Man hatte vorher überlegt, den Anschlag zu machen auf einem jüdischen Viertel in New York. Aber man hat sich New York als Zentrum des Judentums ausgesucht. Das geht ganz klar hervor aus den Prozessen, die dann nach 9-11 stattfanden in Hamburg mit Leuten, die unmittelbar mit Mohammed Atta, dem Redelsführer dieses Anschlags, zusammen waren. Ja, und das vierte ist dann eben ISIS, die Gründung von ISIS im Jahre 2014. ISIS war ursprünglich eine Gruppe, die hieß Al-Qaida im Irak, unter dem Sunniten Zarqawi. Und was jetzt und bei dieser Gruppe das Neue war, war, dass sie eben einen unversöhnlichen Kampf zwischen Sunniten und Schiiten propagiert haben. Und dieser Zarqawi, der wollte die Schiiten also dermaßen massenhaft abschlachten, dass es deswegen zu einem Bruch gekommen ist zwischen Osama bin Laden und ihm. Und also ISIS sozusagen unabhängig von Bin Laden weitergemacht hatte. Und auf die Unterschiede zwischen schiitischer Religionsorientierung im Islam und sunnitischer Religionsorientierung können wir auch in der Diskussion nochmal kommen. Wenn das gewünscht wird, gehe ich da gerne drauf ein.
Man hat im Moment genau weiterhin diese Konflikte, auch bei der Belagerung von Mosul ist die große Angst vorhanden, dass die Schiiten aus dem Iran dort im Irak vor allen Dingen sich Einfluss verschaffen wollen. Die sunnitischen Menschen dort haben Angst, dass sie Racheakten der Schiiten ausgesetzt sind. Das heißt, das spielt dort in diesem Krieg eben auch eine große Rolle. Man weiß wirklich nicht, wie es weitergeht, wenn Mosul vom Islamischen Staat befreit worden ist, ob dann nicht die Schiiten mit den Iranern an der Spitze praktisch eine ganz ähnliche Politik weitermachen. Man darf aber auch diesen Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten nicht überschätzen. Immer dann, wenn es gegen den Westen und gegen Israel geht, ist man sich eigentlich völlig einig. Also die Schiiten von Iran, die unterstützen die Sunniten von der Hamas gegen Israel. Die Moslembrüder, die sunnitisch sind, unterstützen die schiitische Hisbollah, wenn es gegen Israel geht. Also da sind dann die Konflikte in den Hintergrund gerückt und man ist sich sozusagen einig, wobei man insgesamt sagen muss, dass die radikalen Kräfte der Schiiten und die radikalen Kräfte der Sunniten Brüder im Geiste sind, die sich sehr ähneln, während die großen Konflikte eigentlich in beiden Religionsrichtungen bestehen zwischen den moderaten Kräften und den radikalen Kräften. Sowohl bei den Schiiten gibt es auch eine Fraktion, die voll gegen diesen iranischen Islamismus auftritt. Das ist Groß-Ayatollah Sistani im Irak. Als natürlich auch bei den Sunniten gibt es da diese Differenz gegen den Islamismus insgesamt. Und diese Differenzen sind viel größer als die Differenz zwischen den Spitzen jeweils der schiitischen und der sunnitischen Islamisten. Okay, damit sind wir eigentlich bei der Gegenwart. Und das Problem ist, dass seitdem der Islamische Staat aufgetreten ist, die Angst vor diesem Islamischen Staat auch als Vorwand genommen wird, um nicht den Islamischen Staat zu zerstören, sondern um ganz andere Ziele zu erreichen. Erdogan sagt ISIS, meint aber die PKK. Putin sagt ISIS, meint aber die Verteidigung von Assad. Der Iran sagt ISIS, meint aber die Einverleibung größerer Teile des Iraks. Und wir haben also bei der Bundesregierung die merkwürdige Tendenz, dass es seit es ISIS gibt, sie eben andere Islamisten als das kleinere Übel betrachten und sagen, jetzt müssen wir aber extra mit dem Iran zusammenarbeiten, um ISIS zu bekämpfen. Und das ist tatsächlich so, dass man damit den Bock zum Gärtner macht, weil der Iran ganz stark dazu beigetragen hat, dass ISIS überhaupt entstanden ist, aufgrund dieses schiitischen Sektierertums. Und deswegen ist mein Ansatz der, dass man den Islamismus insgesamt sehen muss und nicht nur jetzt in seine Einzelbestandteile und glauben, man darf nicht glauben, man könnte jetzt sozusagen auf eine Linie des Islamismus setzen, um eine andere Linie zu bekämpfen, weil die eben in der Tat diese vier Punkte gemeinsam haben. Die schlimmste Gefahr nach wie vor geht vom Iran aus. ISIS hatte zu seinem Höhepunkt 25.000 Soldaten, Iran verfügt über 550.000 Soldaten, aber auch über wesentlich mehr Waffen und Know-how. 1981 hatte Israel im Irak den Atomreaktor von Saddam Hussein zerstört. Dieser Atomreaktor lag genau dort, wo heute der Islamische Staat herrscht. Das ist doch eine nette Vorstellung, der Islamische Staat im Besitz von Atomwaffen. Aber wenn man sich das vor Augen hält, dann weiß man auch, worin die iranische Gefahr besteht. Die haben nun tatsächlich bis 2009 an der Atombombe gearbeitet, das hat die Internationale Atomenergieagentur belegt. Und die arbeiten auch weiter daran, das heißt, sie modernisieren weiter ihre Urananreicherung, ihre Plutoniumtechnologie. Und wenn das zusammenkommt, was ich Ihnen berichtet hatte, diese vier Grundinhalte des Islamismus mit der Todesbereitschaft, wenn diese islamistische, religiöse, fanatische Fraktion den Finger an der Atombombe haben kann, dann haben wir eine Situation, die noch nie in der Weltgeschichte existiert hatte. Weil bisher im Kalten Krieg man immer von Atommächten ausgehen konnte, die sagen, wir lieben das Leben und nicht den Tod. Deswegen gab das gegenseitige Überleben dann der Doktrin der wechselseitigen Abschreckung die Rationalität. Und das hat ja einigermaßen auch geklappt. Wenn aber jetzt sich das verändert, wenn diese Massenvernichtungswaffen
in die Hände von Islamisten geraten, dann wird das also sehr schlimm enden. Gut, ich hatte mit Trump begonnen. Ich werde auch damit mal aufhören. Was wird Trump machen mit Iran? Er hatte versprochen, dass er den Vertrag sofort auflösen wird. Einige befürchten, dass er jetzt also erstmal Krieg führt gegen den Iran. Meine Prognose ist, dass er gar nichts machen wird. Meine Prognose ist, dass er als alter Isolationist die Amerikaner noch mehr als Obama aus diesen ganzen Kriegsszenarien rausführen will, nach dem Motto America first. So wie er gesagt hatte, ja, die NATO, interessiert ihr uns? Wollen wir erstmal gucken, was sie zahlen. Also das sind Tendenzen, die in der amerikanischen Geschichte eine gewisse Tradition haben. Und das ist also von daher zu befürchten, dass sich da die USA noch mehr zurückziehen, dass Israel noch mehr auf sich alleine gestellt sein wird, dass Israel dann mit Ländern wie Jordanien, Saudi-Arabien, mit den Kurden in Irak vielleicht zusammenarbeiten muss, um irgendwas aus der Situation zu machen. Lassen Sie mich mit einer kleinen positiven Bemerkung abschließen, nachdem ich so viel Unangenehmes habe sagen müssen. Aber es gibt natürlich immer eine Dialektik auch der Geschehnisse. Erstmal muss man sagen, dass dieser Islamische Staat und der Horror, den er überall ausgelöst hat, natürlich auch die muslimische Welt durcheinander gewirbelt hat. Es gibt eine große Debatte, es gibt neue subversive Tendenzen in muslimischen Gesellschaften, zum Beispiel sich auch mit dem Atheismus auseinanderzusetzen. Es gibt also Dutzende von Blogs auf Arabisch, die sich als atheistisch zum Beispiel definieren. Das gab es vorher nicht. Und es gibt zweitens eine neue Debatte über Israel. Ich möchte aus der Times of Israel von April 2015 zitieren, eine Stellungnahme von dem Sprecher für auswärtige Angelegenheiten der Freien Syrischen Armee. Und darin hat die Freie Syrische Armee Israel zum 67. Geburtstag Glückwünsche bestellt. Also sowas gab es bisher in der syrischen Welt überhaupt nicht. We hope that next year we can participate in the joy of the grand occasion in Israel's embassy in Damascus. Also die Hoffnung, dass Israel eine Botschaft in Damaskus eröffnen kann. Such celebrations would be possible once liberated from the axis of evil led by Iran and its regional agents and headed by the criminal Bashar al-Assad and his Nazi regime. Wie realistisch das jetzt ist, wo die Russen da eingegriffen haben, darüber können wir gleich diskutieren. Auf jeden Fall zeigen solche Äußerungen, dass sich da in vielen Teilen auch der arabischen Welt, auch in Sachen Israel, viele Dinge bewegen. Sehr schön, danke. Und jetzt nehme ich gerne Ihre Fragen oder Ihre Anmerkungen, Ihre Kommentare entgegen. Bitte. Zu Ihrem letzten Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, mit den Glückwünschen der Freien Syrischen Armee in Israel, denken Sie nicht, dass auch im Prinzip nur ein rein taktisch-politisches Manöver gewesen sein könnte, um mögliche Unterstützung am Ende noch zu generieren von der Seite? Kann sein. Dennoch ist so eine Stellungnahme so etwas Ungewöhnliches im Nahen Osten, dass sich das für zitierfähig hielt. Nummer 1, Nummer 2. Wie stark halten Sie den Einfluss der Amerikaner damals durch die im Kalten Krieg durch die Finanzierung der Mujahideen und auch durch den Irakkrieg? Wie glauben Sie, hat das den aufgegriffen, den Islamismus und auch den Schirm des IS? Ja, schönen Dank für diese wichtige Frage. Die Amerikaner haben den Fehler gemacht, den viele seitdem machen. Sie haben also geglaubt, sie könnten den Islamismus für ihre eigenen Zwecke instrumentalisieren. Deswegen haben sie im Krieg gegen die Sowjetunion, die Afghanistan besetzt hielten zwischen 79 und 89, die Vorläufer von Al-Qaida finanziell unterstützt. Und haben damit einen Fehler gemacht, den vorher auch schon andere vor ihnen gemacht hatten. Zum Beispiel hatten die Israelis vorübergehend die Hamas gefördert gegen die PLO. Das war ein dicker Fehler natürlich. Der ägyptische Präsident Sadat, der hat die Moslembrüder gefördert und wurde dann von ihnen erschossen, 81. Also immer wieder wurde versucht,
Und die Amerikaner haben dann als Dank für ihr Geld, was sie dem Osama bin Laden gaben, dann 9/11 erlebt. Ne? Das war also da die nette Grußbotschaft, das Dankeschön. Das heißt also, und heute wird der gleiche Fehler gemacht, wenn zum Beispiel die Bundesregierung sagt, unser heimlicher Verbündeter ist Iran. Also gegen ISIS oder zur Stabilisierung der Region, dass man nicht schaut auf das Programm dieser Bewegungen, was sie eigentlich als langfristiges Ziel verfolgen, sondern glaubt, mit so ganz kurzfristigen taktischen Tricks sie ausnutzen zu können. Das war der Fehler der Amerikaner und das hat natürlich die Al-Qaida-Leute damals dann sehr gestärkt. Und der Krieg, der dann geführt wurde gegen den Irak, es war auch ein, also man muss natürlich sagen, Saddam Hussein, dass er gestürzt worden ist, ich kann das nur begrüßen, aber der Krieg war einfach miserabel vorbereitet. Und teilweise war die Ahnungslosigkeit der Amerikaner, von denen man ja immer glaubt, dass sie also über CIA und über Geheimdienste alles wissen, in den Verschwörungstheorien. Es gab ein Interview mit der Condoleezza Rice, der späteren Außenministerin der USA, im Wall Street Journal. Da hat sie erklärt, dass zur Zeit, als der Krieg gegen den Irak begann, im Außenministerium der Iran, damals von Colin Powell geleitet, kein Iranian Desk vorhanden war. Es gab keine Abteilung für Iran. Begründung, wir machen nur Desks mit Ländern, mit denen wir diplomatische Beziehungen haben. Und da seit 79 keine diplomatischen Beziehungen zum Iran bestehen, haben wir da auch keine Abteilung für. Ja, das heißt, also man hat den Krieg gegen den Irak, gegen Hussein im Irak begonnen, ohne wirklich zu durchdenken die Konsequenzen für die Situation im Iran. Und diese Inkompetenz hat sich natürlich dann furchtbar bemerkbar gemacht. Aber von daher waren das schon Dinge, die natürlich dann auch mit die Sache verändert haben, wobei die Amerikaner später dann gelernt hatten auch aus ihren Fehlern und es geschafft hatten, sunnitische, wie soll man sagen, Clans, größere Clans im Irak an ihre Seite zu ziehen, um gegen die sunnitischen Islamisten zu kämpfen. Das war sehr erfolgreich. Also man hatte mit der Bevölkerung, mit der sunnitischen Bevölkerung Iraks gegen die sunnitischen Terroristen gekämpft. Und dann hat aber Obama alle Soldaten abziehen lassen und das ganze System brach wieder zusammen. Und das ist die Situation heute. Das kann gut. Also generell stimme ich Ihnen schon mal damit ein, dass der Islamismus als Ganzes betrachtet werden muss. Aber Sie haben ein paar Aspekte meiner Meinung nach nicht ganz so gut ausgeführt. Zum Beispiel der IS geht ja mehr auf al-Baghdadi zurück, statt auf Zarqawi. Zarqawi ist ja, ich würde mal sagen, da sind ja auch zum Beispiel der ICT und der ICCT ein bisschen Einfluss mehr in Richtung al-Nusra geht. Dass sie die Al-Nusra mehr aus Zarqawis Ideen entwickelt haben. Dann ist auch die Frage, inwiefern... Aber was ist jetzt der Unterschied bei Zarqawi und bei al-Baghdadi? Was ist nach Ihrer Auffassung da der Unterschied zwischen den beiden? Zarqawi ist ziemlicher Al-Qaida-Mann. Ja. Baghdadi konnte sich im Gefängnis in Kambukan noch wesentlich weiter radikalisieren, hat mehr noch auf die ehemaligen Mitarbeiter von Saddam Hussein einwirken können, okay, die sich dann halt eben auch als Freisöldner ein bisschen verdingt haben, was Al-Qaida jetzt nicht so zu fassen musste. Außerdem hat Baghdadi wesentlich stärkere ideologischen Charisma im World Wide Web und auch die Rekrutierung von Foreign Fighters. So wird okay. Das zum Beispiel, wenn man auch sich anschaut, wie zum Beispiel jetzt in Abu Ghala, der jetzt gestern verhaftet wurde, sich auch auf Baghdadi beruft, nicht auf Zarqawi. Ja, okay. Ja, das glaube ich. Also Zarqawi war ja mehr so ein Hau drauf aus Jordanien. Der musste furchtbar leiden, weil er seine ganzen Tätowierungen erstmal abmachen lassen musste, als er zu den Islamisten ging, weil das verboten ist nach dem Koran, Tätowierungen zu haben. Und das war mehr so ein Schwerenöter auch. Während Baghdadi schon natürlich eine intellektuelle Kapazität hatte. Wann ist nochmal Zarqawi gestorben? Haben Sie das noch im Kopf? So 14, also 11 schon waren Sie. Ja, okay. Und es gab dann eben zwei Nachfolger und Baghdadi war der zweite Nachfolger von Zarqawi. Ich glaube, dass da auch eine Rolle bei spielt,
dass einfach der Rückzug der Amerikaner Möglichkeiten schuf für den Islamischen Staat und die Tatsache, dass die Regierung in Bagdad zunehmend sich in Richtung Iran entwickelt hatte und ein schiitisches Sektierertum im Irak begann zu praktizieren, was dann die Sunniten auch teilweise in die Arme von den Islamischen Staat trieb. Also das war unter Zarqawis Zeiten noch gar nicht möglich, weil einige äußere Umstände auch noch nicht so entwickelt waren, glaube ich. Ansonsten stimme ich hinzu, dass da natürlich zwischen den einzelnen Führern gewaltige Unterschiede nochmal liegen. Und noch als Ergänzung natürlich auch die generelle Instabilität durch den arabischen Frühling, ja, in Syrien und so weiter, wodurch die Gruppen sich genau relativ leichten Weg bahnen konnten. Genau, und das begann 2011, genau. Okay, weitere Fragen? Jawohl! Die Organisatoren haben am Anfang, ja, als wir noch nicht da waren, schon ausgeführt, dass übermorgen Peter Tauber kommt, der Generalsekretär der CDU. Und es wäre doch ganz schön, wenn man dem ein paar konkrete Forderungen mitgeben könnte, was man den Punkt zum Islamismus zu unternehmen hätte. Welche könnten das sein? Und am besten nicht zu lang, weil die Aufmerksamkeitsspanne von Studierenden und von Politikern Das ist, glaube ich, nicht immer eine Aufgabe als Politikwissenschaftler, kurze Slogans zu entwickeln. Ja. Nein, das ist ja so, dass in der Debatte in Deutschland es dann hauptsächlich geht um den Salafismus in Deutschland. Und da spielt sich dann die CSU sozusagen als die Hüterin des Abendlandes auf. Aber gleichzeitig fährt Seehofer nach Moskau, macht da einen schönen dicken Diener, und spricht überhaupt nicht an das Bündnis Moskau mit Iran. Ja, das ist schon irre. Also diese Entwicklung, dass der Iran dann durch die Russen gefördert wird. Man muss sich vorstellen, der Herr Putin käme plötzlich auf die Idee, mit dem Islamischen Staat ein Bündnis einzugehen. Einer der größten Atommächte der Welt mit dem Islamischen Staat zusammen. Ich glaube, das würde alle hier erschrecken. Aber nur, weil man diese ideologische Grundlage des Islamismus unterschätzt, ist es scheinbar was völlig anderes, wenn er mit dem Iran zusammengeht. Das wird dann nicht besonders bejubelt, aber auch nicht richtig kritisiert. Und das ist zum Beispiel, wenn es jetzt von der CSU jemand wäre, würde ich das sehr scharf kritisieren. Überhaupt die deutsche Iran-Politik kann man da ansprechen. Also der wahnsinnige Wunsch, Geschäfte machen zu wollen mit irgendwelchen Firmen dort, und zu einem Land ein besonderes Verhältnis aufbauen zu wollen, das Israel auslöschen möchte. Also das ist schon ein Schwerpunktthema. Ja, nochmal Sie. Aber halten Sie denn dann die gesamte Offenlegungspolitik des Irans bezüglich Ihres Atomprogramms für augenwischer Reiten, oder werden Sie da so relativ stark? Ja, das ist eine taktische Angelegenheit. Die Islamisten denken viel langfristiger als der Westen. Und da sind jetzt diese 10 Jahre, die man also jetzt im Moment verzichtet, auf die offene Weiterentwicklung der ganzen Atomtechnik, auf die kann man, darauf kann man verzichten. Das Entscheidende ist, dass der Atomdeal mit dem Iran festlegt, dass die Begrenzung, die der Iran einhalten soll, in etwa 10 Jahren verschwinden werden. Und Obama selber hat gesagt, dass es dann keine Begrenzung mehr gibt, keine Befristung mehr gibt. Dann können sie so viel Plutonium herstellen, wie sie wollen, sie können so viel Uran herstellen, wie sie wollen. Und das wissen sie natürlich, die Iraner. Das also alles, und sie arbeiten fieberhaft auf den Tag X hin, an dem sie von allen Beschränkungen befreit sind, aber das diesmal im Namen der Weltmächte, die im UN-Sicherheitsrat sitzen. Ja, während vorher sie genau dafür sanktioniert worden sind, für das, was sie gemacht haben. Also von daher ist das ein bisschen so, als würde ich einem, sagen wir mal, einem Pyromanen versprechen, wenn er 10 Jahre kein Haus anzündet, dann kriegt er einen ganzen Wagen voll Benzin und Streichhölzer geliefert. Und das geht natürlich nicht. Das wird also das ist dann erstens ein Ansporn für die Saudis und andere, eben lieber auch bis dahin sich vorzubereiten auf eine eigene Atomtechnik. Das heißt, der atomare Wettlauf wird durch diese Art von Politik vorangetrieben.
Und für Israel ist das natürlich auch keine besonders begeisternde Perspektive. Bitte schön. Ja, was wäre eine bessere Iran-Politik? Isolieren, ächten, nicht akzeptieren. Also die bessere Iran-Politik wäre zum Beispiel, dass der Iran so lange die Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen verliert, wie es ankündigt, ein Land der Vereinten Nationen auslöschen zu möchten. Das wäre normal. Ne? Also wenn das gab es bisher nicht, dass irgendein Land in den Vereinten Nationen ein anderes Mitgliedsland zerstören möchte. Iran will das, eindeutig. Und das wäre für mich eine richtige Politik, dass man nicht die Mitgliedschaft auf alle Zeit, aber dass man sie aussetzt, solange, wie das eine der außenpolitischen Schwerpunktziele der iranischen Führung ist. Und in der Art könnte man viel mehr machen, also auch bei den Sanktionen ist im Grunde genommen die Lufthansa, die flog auch in der Hochzeit der Sanktionen jeden Tag nach Iran. Ja, obwohl der UN-Sicherheitsrat also Beschlüsse gefasst hat oder, nein, nicht der Sicherheitsrat, sondern die, wie nennt sich das, der Statut der Vereinten Nationen in solchen Fällen Möglichkeiten vorsieht, eine Wirtschaft wirklich zu blockieren. Das wurde überhaupt nicht versucht bei Iran. Da hätte man viel stärker und schärfer vorgehen können. Und dann hätte man wirklich die Führung im Iran vor die Alternative stellen können, wollt ihr untergehen oder wollt ihr euch fügen der Weltgemeinschaft und das Atomprojekt einstellen. Das hat man nicht gemacht. Die iranische Führung gesteigerten Wert darauf, UN-Mitglied zu sein? Oh, das würde sie schon sehr, das ist ein sehr stolzes Land. Die Bewohner sind auch sehr stolz. Iran heißt Land der Arier, ja? Also es ist, da steckt viel hinter. Und von daher glaube ich schon, das würde solche diplomatischen Dinge hätten ein Druckpotenzial im Iran selbst. Wer war als nächster dran? Bitte schön, Sie. Ja, zu der Isolationspolitik habe ich jetzt eine Frage. Führt das nicht eher zu einer Radikalisierung der ganzen Bevölkerung, dass es dann auch offen ausgelebt wird, wenn man isoliert, weil man sich ja selbst als Feindbild auch darstellt? Das ist eine gute Frage auch, also wie man damit umgeht. Man muss erst mal sehen, dass es kein Land gibt in der muslimischen Welt, wo Religion so verhasst ist wie in der Islamischen Republik Iran, weil die Menschen seit 35 Jahren eben einfach diesen Schrecken des Islamismus erleben. Ja, also eine Frau, die 40 Jahre alt ist, hat noch niemals ihr Haar in der Stadt offen zeigen können, ne, im Wind wehen lassen können. Also jetzt gab es vor kurzem eine Steigerung dieses Terrors als zum ersten Mal. Man hat bisher das so gehandhabt, dass in der Öffentlichkeit alles verboten war, aber wenn man eine private Party machte, war alles erlaubt. Das hat also ein bisschen entschädigt. Und jetzt hat man aber zum ersten Mal so eine Studentenparty aufgemischt. Man hatte vorher 30 Privatwohnungen überwachen lassen und es waren also 30 Studenten, die hatten einfach gefeiert, so wie wir das auch machen. Und die wurden noch innerhalb von 24 Stunden ausgepeitscht als Strafe. Und peitschen, auspeitschen, was wäre in Deutschland los, wenn man so einen, sagen wir mal, so einen Hund, so einen Golden Retriever an den Pfoten fesseln würde und einfach auspeitschen würde? Hier gäbe es einen Aufschrei. Wo ist der Aufschrei, wenn in Iran Studenten ausgepeitscht werden, nur weil sie eine Party gemacht haben? Ja, also das ist, auspeitschen ist Folter. Und wenn man häufiger ausgepeitscht wird, dann heißt das, dass auch die Seele so verletzt ist, dass es nicht wieder heilt. Das heißt also, diese ganzen Dinge passieren und es gibt eine große Differenz zwischen Führung und Bevölkerung, weil eben die Jugend im Iran anders leben möchte. Es gibt kein Land in der muslimischen Welt, also ganz anders als Ägypten zum Beispiel, gibt es einen Pro-Amerikanismus in der iranischen Bevölkerung. Viele Dinge werden da sehr verehrt von Amerika. Auch deswegen, weil es mal eine Zeit gab, wo man mit den Amerikanern und auch mit Israel eine sehr enge Zusammenarbeit hatte. Und von daher ist das schon die Frage, inwieweit tatsächlich das Regime es schafft, wenn Druck von außen kommt, die Bevölkerung zusammenzuschweißen. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Und als die großen Sanktionen liefen, 2010 ungefähr, hat man das auch nicht so empfunden, dass also jetzt plötzlich die Bevölkerung instrumentalisiert werden konnte gegen den Westen. Okay.
Bitte schön. Halten Sie die Befürchtung vieler Persönlichkeiten, zum Beispiel auch der CSU oder auch Donald Trump, dass Personen wie solche Salafisten hier Leute anwerben, für gerechtfertigt oder völlig überhalten? Nein, das ist doch klar. Das ist eine Weltbewegung. Und es ist doch klar, dass man also hier auch in Deutschland rekrutieren möchte. Und man wird hier auch Anschläge erleben. Das ist völlig klar. Es hat gerade der Iran wieder damit geprahlt, dass sie Leute in Europa stationiert haben, geheime Zellen. Das hatten sie lange Zeit nicht gesagt, wegen der Atomgespräche. Aber es ist völlig klar, dass auch die Hisbollah-Leute, die in Deutschland sind, das sind, also wird in den Verfassungsschutzberichten immer aufgelistet, wie viele es davon gibt, dass das natürlich Schläfergruppen sind, die im geeigneten Fall, und die Hisbollah hat ja auch das Selbstmordattentat als Ideal, die im geeigneten Falle dann auftreten können. Also da soll man sich nichts vormachen, da darf man sich nicht selber in Wunschdenken verlieren. Das ist eine ernste Gefahr für alle Demokratien. Da bin ich fest von überzeugt. Es ist tatsächlich eine Art Weltkampf, ja, der also jetzt in Afrika noch stärker geführt wird, in Nigeria oder in Somalia, als in Europa im Moment, aber der auch Europa erreichen wird. Warum? Weil es irgendwo diese Tendenz gibt von Menschen, angesichts der Komplexität der Globalisierung und der Schwierigkeiten und der Widersprüche, dann doch letztendlich einem Führer folgen zu wollen und eine ganz einfache Sicht auf die Dinge haben zu können. Hannah Arendt hat das so geschrieben, je weniger Menschen mit der Moderne klarkommen, Zitat, desto geneigter werden sie sich zeigen, sich in ein Narrenparadies oder eine Narrenhölle abkommandieren zu lassen, in der alles gekannt, erklärt und von übermenschlichen Gesetzen im Vorhinein bestimmt ist. Das hatte Hannah Arendt geschrieben über die anderen Totalitarismen, also Kommunismus und Nationalsozialismus. Und das trifft aber jetzt für den Islamischen Staat genauso zu. Ja, dass Menschen eine Sehnsucht danach haben, sich abkommandieren zu lassen in ein Narrenparadies oder in eine Narrenhölle, wo irgendjemand sagt, wo es längst geht und man nicht selber entscheiden muss. Und das ist ein bisschen der Hintergrund, warum dann so viele Wähler einen Trump mögen, der also dann nachweislich lügt, ganz egal, aber eine autoritäre Persönlichkeit darstellt und wo man sich also einfach neu mit beschäftigen muss, mit diesen Totalitarismus-Theorien und mit der Verlockung, die diese Unterwerfung eben auch für viele Seelen darstellt. Bitte. Sie sprachen am Anfang an, dass der Islamismus als solcher sich an der Aufklärung, die wir im Abendland letztendlich erlebt haben, vorbeigehalten hat. Wo sehen Sie Möglichkeiten, dass man in irgendeiner Form diese Aufklärungsresistenz überwindet? Weil, was Sie gerade eben noch angesprochen haben, diese Suche einer Zuflucht, Suche von einfachen Erläuterungen für in einer immer komplexer werdenden Welt, das findet sich in so gut wie jeder Religion oder in den religiösen Ablegern von verschiedenen Philosophien wieder. Und letztendlich ist Religion sowohl unsere christliche als auch eigentlich jede asiatische und die aus dem Morgenland, das sind Kontrollmechanismen. Und Leute suchen sich eine Zuflucht dorthin, wenn es ihnen schlecht geht, wenn sie die Welt nicht mehr verstehen. Inwiefern denken Sie, dass eine Öffnung zu dem Islamismus oder eine Öffnung zum Islam hin und zumindest ein deutlicher Dialog mit dem Islam helfen könnte, den Islamismus zu bekämpfen, indem einfach Aufklärung, wirtschaftliche Entwicklung, Bildung in diesen Bereich gebracht wird? Ja, das ist mein Appell vom Anfang gewesen. Ja, man muss gegen diese rassistischen Tendenzen natürlich angehen, die da als Gegenlinie zu der Verharmlosung des Islamismus sich ausbreiten, um mit den progressiven Muslimen ein Bündnis zu schmieden gegen den Islamismus. Anders geht das nicht, aber das Problem ist tatsächlich, Sie haben ja ganz recht, die Aufklärung, wie ist sie entstanden, die
Kritik der Religion war der Beginn aller Kritik. Das war der entscheidende Punkt. Ja, und deswegen ist das wichtig und wesentlich, den Islam zu kritisieren. Aber in Deutschland gibt es sehr viele, die sagen, das ist islamophob. Oder überhaupt den Islam in Verbindung zu bringen mit dem Islamismus, das darf man gar nicht tun. Und das ist natürlich eine Haltung, die wirklich die Kämpfer innerhalb der islamischen Religion, die diese Modernisierung durchführen wollen, verrät. Ja, die also ihnen in den Rücken fällt. Und deswegen müssten eigentlich, ich sage jetzt mal einfach wir, diesen Vorkämpfern einer Moderne und einer Verbindung der Moderne mit dem Islam den Rücken stärken. Das geschieht aber viel zu wenig. Das Ideal ist eigentlich so eine Form von Toleranz und es hat ja nichts mit dem Islam zu tun und diese ganze Verlogenheit. Das ist Appeasement. Und was ist, ja? Wie lässt sich das vereinbaren, das, was Sie gerade gesagt haben, mit dem, was Sie erwähnt hatten, dass man den Iran isolieren sollte? Wäre es nicht sinnvoller, statt den Iran zu isolieren, den Iran und die Bevölkerung, die ja, wie Sie sagen, ja, schon der Moderne nachlässt, ja, zu sagen, dass man ihn dauerhaft konfrontiert mit dem, was ein moderner Islam sein kann und dadurch dazu führt, dass die Regierung weiter unter Druck gesetzt wird, weil jede Form von Unterdrückung hat irgendwo ein Ende. Es gibt einen Punkt, an dem jedes Volk bricht und sagt, so weit und nicht weiter. Wie verhält sich das dort in diesem Staat? Tja, das ist sehr optimistisch, was Sie formulieren. Und ich habe diesen Optimismus, muss ich sagen, im Moment nicht. Es gab in der Tat eine sehr wichtige Phase der Moderne und dem Islam. Es gab in Ägypten noch in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, hatten Juden eine herausgehobene Position im Palast des Königs, im Parlament. Sie waren eine angesehene Minderheit. Es gab also diese Frauenbewegung. Es gab gleichzeitig in der Türkei den Atatürk, der eine Säkularisierung des Landes herbeiführte. Die Adoptivtochter von Atatürk, die sollte Pilotin werden, damit den Männern gezeigt wird, was Frauen können. Atatürk war jemand, der dann demonstrativ sich widersetzte gegen islamische Heilslehren, wonach eine Frau nicht mit in der Männerkantine sitzen darf. Er hat dann also seine Tochter mitgenommen in die Kantine und so weiter. Also das heißt, das waren Versuche im Iran genauso. Der Reza Schah war ein großer Verehrer von Atatürk. Also das heißt, es gab schon Phasen, in denen eine bestimmte Auslegung der Religion stark zurückgedrängt worden ist. Es gab sogar im Iran schon 1905 eine Verfassung, die nach dem belgischen Modell erstellt worden ist, wo dann natürlich auch Geistliche sagten, ja, das ist die moderne Auslegung des Korans, ja, dass wir uns jetzt nach Europa orientieren. Also das heißt, diese islamistische Bewegung hat ihre historischen Ursprünge in den 20er, 30er Jahren. Und man darf eben nicht vergessen, dass es vorher eine ganz andere Zeit gab. Auch von Afghanistan, wenn Sie sich mal Bilder angucken, aus den 60er Jahren in Afghanistan, wo die Frauen mit offenen Haaren und kurzen Röcken in den Industriefabriken saßen und gearbeitet haben. Das war Afghanistan. Das war damals ein bisschen mehr in Richtung Moskau orientiert. Und da gab es also so eine Art sozialistische Ethik im Lande. Und es war völlig klar, dass die Frauen nicht so unterdrückt waren wie heute. Das Ganze ist eine historische Entwicklung. Hat nichts zu tun mit dem Islam und mit den Muslimen als solchen, sondern das sind politische Entwicklungen, die also praktisch in den 20er, 30er Jahren ihren Anfang nahmen und heute so weit eskaliert sind, dass eben auch ein Islamist wie Erdogan dann eben diese Diktatur allmählich in der Türkei errichtet. Also da scheint mir das im Moment, gerade in solchen Ländern wie Türkei oder im Iran, das kann man durchaus vergleichen, von der Unterdrückung. Das sind natürlich keine Modellländer und es ist heute sehr schwer, also da jetzt wirklich ein Land zu finden in der Welt, was sich als Modell eignet, um es, und das Regime ist an solchen Modellen sowieso nicht interessiert und die Menschen, die wissen, was sie wollen. Also im Grunde genommen ist das wirklich ein Problem der militärischen Kräfte im Iran, der Revolutionsgarden, die das Land beherrschen. Und solange die Revolutionsgarden nicht aus Gründen einer extremen Krise sich spalten und ein Teil dann auf Seiten des wirklichen Volkes sich stellt, solange wird man da kaum eine
wirkliche Veränderung erwarten können, leider. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Gerne. Also wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es Ihrer Meinung nach seit kein Land im Nahen Osten oder generell ein Land, das unter in Anführungszeichen islamischer Führung steht, das man jetzt als Beispiel nutzen könnte, dass ein moderner islamischer Staat, das klingt jetzt falsch. Ja, das klingt wirklich falsch, ja. Also ein säkularer Islam also herrschen kann. Ja. Ja. Ja, es ist im Moment sehr schwer, weil der Einfluss dieses Islamismus so stark geworden ist. Auch in Tunesien ist er stark, auch in Jordanien ist er stark. Also es ist wirklich sehr schwer. Und von daher, ja, es gab zum Beispiel den Aufruf von Al-Sisi, dem Herrscher von Ägypten, man solle den Islam revolutionieren. Ne, weil Al-Sisi sagte, ich habe keine Lust, einer Religion anzugehören, vor der die ganze Welt Angst hat. Das war natürlich eine Folge von ISIS und dem Horror. Das heißt, ISIS hat schon eine neue Debatte ausgelöst. Es gibt die Aussagen von wichtigen Theologen aus der Türkei, die sagen, es reicht nicht, wenn wir den Koran pluralistisch deuten. Ich deute ihn ganz friedlich und dann kann aber auch al-Baghdadi ihn ganz militant deuten. Das reicht nicht. Sondern wir müssen ganz klar erklären, was verboten ist, was wirklich ausgeschlossen werden muss. Und diese Art von, es gab in der katholischen Kirche mal das Vatikanische Konzil in den 60er Jahren. Da hat man aus dem Holocaust und der Rolle der katholischen Kirche im Holocaust eine Schlussfolgerung gezogen. Man kann die heiligen Texte nicht wegschaffen, aber man kann sie völlig neu deuten. Und dann hat man die Passagen zum Judentum in der katholischen Kirche völlig neu gedeutet. Und sowas in der Art müsste eigentlich in der Religion des Islam passieren. Allerdings gibt es da nicht diese Struktur eines Papstes und einer zentralen Leitung, sondern da müssten wirklich Länder vorangehen. Und sie müssten unterstützt und gefördert werden von den Bevölkerungen der westlichen Staaten oder auch der nicht westlichen Staaten. Also ich meine, was wir hier als Menschenrechte bezeichnen, sind in meinen Augen universale Rechte und nicht unbedingt alleine westliche Rechte. Aber da müsste so ein Anstoß kommen. Und stattdessen herrscht aber, was Sie gesagt hatten, diese Philosophie des Appeasements. Also als die furchtbaren Attacken in Paris passierten an diesem Freitagabend, da hat dann am nächsten Morgen Frau Merkel gesagt, der Islam gehört zu Deutschland. Ohne zu qualifizieren, was sie meint. Das war das Schlimme daran. Ja, ich bin nicht dagegen, wenn man sagt, der modernisierte und säkularisierte Islam gehört zu Deutschland. Aber wenn man nur einfach sagt, der Islam kann es alles bedeuten. Und das war typisch für dieses Entgegenkommen. Wenn ich noch mehr entgegenkomme, seit dem Pariser Anschlag ist zum Beispiel, ich höre viel Radio, im Deutschlandradio, jeden Freitag eine Koranauslegung, die ist sehr apologetisch. Also man glaubt dann durch dieses Entgegenkommen in religiösen Fragen, die Gefahr abwenden zu können. Und Appeasement ist immer, das war auch schon bei Chamberlain und Hitler so, eine Mischung aus Wunschdenken und Angst. Und je größer die Angst ist, desto größer ist das Wunschdenken. Aber das ist im Moment das, was die Welt dominiert, gegenüber Iran zum Beispiel, das Wunschdenken, dass sie vielleicht doch noch sich irgendwie in eine bessere Richtung entwickeln. Und die Angst, das könnte also anders sein. Also diese Phase des Appeasement, die wird man leider nicht beschleunigt überwinden können, sondern wahrscheinlich nur anhand von konkreten Erfahrungen. Bitte schön. Es gibt ja so, ist ja so, dass auf der arabischen Halbinsel im Prinzip einen großen Ausreißer eben gibt, und das ist der Oman. Klar, ist ein autoritärer Staat geführt, aber ein eigentlich, so wie ich es mitbekomme, sehr toleranter eben auch in religiösen Fragen. Wie können Sie das erklären, dass er im Prinzip komplett anders steht als der Rest der islamischen Welt? Sie haben da einen Punkt angeschnitten, um den ich mich mal kümmern müsste. Kann ich es im Moment nicht sagen. Tut mir leid. Ja. Gut, wenn erstmal keine weiteren Fragen sind, dann habe ich noch eine Mitteilung zu machen. Hier ist ja keine Kreide, doch. Hier finden Sie meine E-Mail-Adresse, aber auch meine ganzen Aufsätze zum Thema Islamismus und Iran.
und da können Sie gerne nachlesen. Ich habe auch einen Verteiler, also was ich neu schreibe, verschicke ich an diejenigen, die das von mir gerne haben wollen. Und wenn Sie da an dem Dialog weiter interessiert sind, können Sie das auch dann über E-Mail fortsetzen. Ich danke Ihnen.